Adriana und ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Die heutigen Yin-Yoga-Übungen sollen dir helfen, Verspannungen zu lösen und den Körper zu entspannen. Wir wollen die Wirbelsäule mobilisieren, die Schultern öffnen und dehnen. Wir wollen die Hüften dehnen, die Beine dehnen. Es soll also ein Rundum-Wohlfühl-Paket heute werden. Vor allem nach einem stressigen Tag ist dieser Yin-Yoga-Flow genau das Richtige für dich. Du musst natürlich nicht mit Blöcken arbeiten, aber wenn du Blöcke hast, dann leg sie dir bereit. Wenn du keine hast, dann benutze gerne Kissen oder eingerollte Decken. Also such dir einfach etwas aus, was du benutzen möchtest. Du kannst auch einfach gar nichts benutzen. Und wenn du bereit bist, dann breite deine Matte aus und bis gleich. Willkommen auf deiner Matte. Setz dich in einen bequemen Fersensitz oder Schneidersitz. Richte dich einmal auf, lass die Schultern sanft nach unten sinken. Schließe deine Augen und lege deine Hände auf deinen Oberschenkeln ab. Nimm einen tiefen, befreienden Atemzug über die Nase. Atme gerne sanft über den Mund wieder aus. Lenke den Fokus nach innen. Und konzentriere dich die nächsten Minuten nur noch auf dich und deine Praxis. Hebe einatmend deine Arme lang über die Seiten nach oben an. Bring die Handflächen zueinander, atme aus, Hände vors Herz, zentriere dich. Wir wollen mit den Schultern beginnen und ich möchte dir diese Übung erst einmal ohne Blöcke zeigen, falls du ohne Blöcke arbeiten möchtest. Dafür darfst du in einen Vierfüßlerstand. Um dann deine Ellbogen auf die Matte zu bringen. Wenn es für dich möglich ist, dann versuche die Handflächen hinter deinem Kopf zueinander zu bringen und deine Finger Richtung Rücken zeigen zu lassen. Lass den Oberkörper Richtung Matte sinken. Solltest du mit Blöcke arbeiten, dann positioniere die Blöcke schulterbreit vor dir, darfst sie entweder flach oder hochkant vor dir ablegen. Starte gerne mit der kleinsten Stufe. Positioniere dann hier deine Ellbogen auf die Blöcke. Kannst hier noch einmal kontrollieren, ob die schulterbreit positioniert wurden. Und so kannst du noch tiefer zwischen die Arme sinken. Versuche auch hier wieder deine Handflächen zueinander zu bringen, hinter deinem Kopf und die Hände, die Fingerspitzen Richtung Rücken zeigen zu lassen. Deine Stirn kannst du gerne ablegen und lasse deinen Oberkörper Richtung Matte schmelzen. Versuche deine Hüfte über den Knien zu lassen und hier tiefe und entspannte Atemzüge zu nehmen. Wir wollen hier für mindestens eine Minute bleiben, damit die Schultern und die Muskeln auch die Zeit haben, sich zu lösen, sich zu entspannen. Wichtig ist, dass du tief ein- und ausatmest, dass du hier nicht verkrampfst, sondern immer daran denkst, die Muskeln in der Haltung zu entspannen, zu lösen. Es sollte sich unglaublich gut anfühlen, solltest du Verspannungen in den Schultern haben. Wenn du magst, dann darfst du nach einer Weile auch die höhere Variante ausprobieren mit den Blöcken. Und so kannst du natürlich noch tiefer zwischen die Arme sinken. Sei immer ganz achtsam. Suche dir hier deine Variante aus, die du halten kannst, die sich gut für dich anfühlt. Du musst niemandem etwas beweisen. Es geht hier nur um dich und dein Gefühl. Durch die Öffnung des Brustkorbs kannst du hier natürlich viel tiefer atmen. Nutze das also aus, versuche tief in den Oberkörper hineinzuatmen. Und gebe jeden Gedanken, den du gerade nicht brauchst, über die Stirn der Matte ab.
Nimm hier noch ein paar tiefe Atemzüge. Sinke vielleicht noch etwas tiefer, bevor du ganz langsam mit den Beinen zuerst zu dir läufst, um dann dich wieder auf deinen Fersen abzusetzen. Für unsere nächste Übung brauchen wir die Blöcke nicht. Solltest du sie trotzdem verwenden wollen, darfst du das natürlich. Positioniere dich erneut in einem Vierfüßlerstand. Schau, dass die Schultern über den Handgelenken, die Hüfte über den Knien ist. Hebe den rechten Arm lang Richtung Decke an und fädle den rechten Arm durch die andere Seite durch. Lege dich auf deinem rechten Ohr oder auf die rechte Seite deines Kopfes ab und bringe den linken Arm lang über Kopf nach vorne. Dreh dich hier schön ein, sodass wir in einer leichten Drehhaltung sind. Und wir befinden uns in der Nadel- und Fadenstellung. Auch hier wieder tief ein- und ausatmen. Du darfst dich hier gerne auch in die Länge ziehen mit dem linken Arm. Schließe die Augen. Entspanne hier ganz langsam. Und auch hier wollen wir mindestens eine Minute bleiben. Eine wunderbare Übung, um die Schultern zu entspannen, die Wirbelsäule zu mobilisieren. Ganz langsam auch das Nervensystem runterzufahren. Und versuche in dich hineinzuspüren. Gibt es Stellen im Körper, die angespannt sind? Wenn du Anspannung merkst, dann versuche ganz langsam zu lösen, zu entspannen. Atme gerne in die Punkte hinein. Bleib hier noch einen tiefen Atemzug lang und schiebe dich dann ganz langsam wieder zurück. Einmal in die Haltung des Kindes, ganz lang ziehen, hier kurz bleiben, kurz ausgleichen und zurück in den Vierfüßlerstand. Natürlich wollen wir das gleich auch mit der anderen Seite machen, das heißt, hebe einatmend diesmal den linken Arm nach oben an und fädle den linken Arm zur anderen Seite durch. Lege dich auf die linke Schulter ab, auf deinem linken Ohr oder auf der linken Seite deines Kopfes und strecke deinen rechten Arm lang über Kopf nach oben aus. Dreh dich noch etwas mehr ein, damit du hier auch die Wirbelsäule mobilisierst. Und atme tief auch in die Flanke hinein, in die rechte Seite. Versuche alles hinter dir zu lassen. Versuche Gedanken, die dich gerade vielleicht belasten oder dich ablenken, vorbeiziehen zu lassen. Versuche dich mit der Atmung immer wieder ins Jetzt zu holen, in den jetzigen Augenblick, in die Haltung, in deinen Körper hinein. Und versuche herauszufinden, wie sehr du dich hier in dieser Haltung eindrehen möchtest, dass es sich für dich sehr angenehm und wohlig anfühlt. So suche hier den Punkt, den du halten möchtest. Und atme noch einmal tief ein und aus. Zieh dich noch einmal ganz lang mit dem rechten Arm. Und fädle ganz langsam wieder den linken Arm zurück. Schieb dich noch einmal in die Haltung des Kindes und setz dich einmal zurück in den Fersensitz.
Für die nächste Übung darfst du dich auf der Matte absetzen und die Beine lang vor dir ausstrecken. Wir wollen in den Drehsitz, um hier die Wirbelsäule noch etwas intensiver zu dehnen und zu mobilisieren. Dafür darfst du dein linkes Bein anwinkeln und zu dir ranziehen. Positioniere deinen linken Fuß auf der rechten Seite, also auf der anderen Seite deines rechten Beins. Richte dich noch einmal auf und stütze dich mit deiner linken Hand direkt hinter dir ab. Zieh den rechten Arm lang nach oben und umarme hier einmal dein linkes Bein. Zieh dein linkes Bein näher zu dir ran, dreh dich hier schön ein und schau nach hinten über die linke Schulter. Der Drehsitz wirkt sich sehr stressabbauend, beruhigend und harmonisierend auf den Körper aus. Wir gleichen hier auch Bewegungsmangel aus, das heißt, wenn du viel gesessen bist, das ist auch eine wunderbare Übung für deinen Rücken. Die inneren Organe werden sanft massiert, sodass die Regeneration und Entgiftungsprozesse im Körper verbessert werden. Du darfst hier gerne auch deinen Kopf kreisen lassen. Nimm dir hier, was du brauchst. Halte noch ein paar Atemzüge. Und kehre langsam zurück zur Mitte. Strecke dein linkes Bein lang aus. Ziehe dein rechtes Bein diesmal zu dir, winkle es an und bringe dein rechtes Bein, deinen rechten Fuß auf die linke Seite. Richte dich auf, positioniere deine rechte Hand direkt an deinem unteren Rücken und umarme dich hier einmal mit deinem linken Arm. Dreh dich schön ein, schau nach hinten über die rechte Schulter und versuche hier zu halten. Natürlich darfst du auch hier wieder deinen Kopf bewegen, deinen Nacken dehnen, deinen Nacken entspannen. Und versuche trotz Drehhaltung hier tief ein- und auszuatmen. Denke immer daran, dich immer wieder aufzurichten. Und dreh dich noch einmal etwas mehr ein, nimm noch einmal einen tiefen Atemzug. Und langsam darfst du dich wieder zurückdrehen zur Mitte und dein rechtes Bein lang vor dir ausstrecken. Wir wollen weitermachen mit dem Rücken. Und hierfür brauchst du die Blöcke oder eben ein Kissen. Und du darfst beide Blöcke hinter dir positionieren. Ein Block ist für deinen Kopf und der andere ist für deinen Rücken. Den ersten Block positionierst du mittig auf Rippenhöhe und den zweiten unter deinem Kopf, sodass du hier in einer sanften Rückbeuge bist. Du darfst gerne auch die Blöcke ganz flach ablegen. Die Beine dürfen in eine Schneidersitzposition oder
einfach angewinkelt lassen, die Arme neben dir positionieren, die Schultern nach hinten fallen lassen, sodass du hier deinen Oberkörper passiv dehnen kannst. Die Augen gerne geschlossen lassen. Und versuche hier tief ein- und auszuatmen. In dieser Haltung dehnen wir zusätzlich auch leicht die Bauchdecke. Und wir gleichen natürlich auch hier wieder Bewegungsmangel aus oder korrigieren eine Fehlhaltung, die sich über den Tag bilden kann. Versuche hier ganz langsam zu entspannen, ganz ruhig zu werden, die Gedanken zu beruhigen, den Körper zu beruhigen. Jetzt ist die Zeit, um runterzufahren. Wenn du magst, darfst du die Blöcke natürlich noch etwas höher positionieren. Also wenn du etwas flexibler bist, dann positioniere die Blöcke hochkant. Schau, dass deine Blöcke stabil sind, also wenn du mit Blöcken arbeitest. Wenn du ein Kissen hast, dann ist das natürlich nicht so problematisch, aber bei Blöcken achte darauf, dass sie stabil sind und nicht wackeln unter dir. Noch hier wollen wir noch etwas länger bleiben, dem Körper und dem Geist die Zeit geben. Sei ganz liebevoll. Atme tief in den Brustkorb hinein, spür, wie er sich weitet und ausdehnt. Und dann darfst du dich ganz langsam und achtsam aufrichten. Ein Block darfst du bei dir lassen, den zweiten brauchen wir nicht. Und diesen positionierst du an deinem unteren Rücken. Wir wollen in den Diamant und dafür darfst du dich zwischen deine Füße setzen. Die Fußsohlen zeigen nach oben und du darfst gerne hier sitzen bleiben, wenn das schon genug ist. Achte darauf, dass du keine Schmerzen in den Knien hast. Sollte das so sein, dann lasse diese Haltung aus. Lege dich dann ganz sanft auf deinem Block oder deinem Kissen ab, dass dein Rücken so ein bisschen stützen soll, damit du hier dich ganz langsam ablegen kannst und entspannen kannst. Sei ganz achtsam. Du darfst dich immer wieder aufrichten und hinsetzen, wenn du magst. Du musst natürlich nicht liegen bleiben. Und versuche hier zu entspannen, auch hier wieder die Schultern nach hinten fallen zu lassen. Wir befinden uns auch hier in einer leichten Rückbeuge, wenn du dich hingelegt hast. Auch hier wieder wunderbar für den Rücken. Die Oberschenkel werden gedehnt, die Hüften werden auch sanft gedehnt. Wir wollen auch hier wieder Verkürzungen, die sich vielleicht gebildet haben im Laufe der Zeit, und Bewegungsmangel ausgleichen. Versuche hier in den Bauchraum hineinzuatmen, hier den Bauchraum zu weiten, die Atmung zu vertiefen, länger zu ziehen, den Sauerstoff durch den Körper pumpen zu lassen. Bleibe hier noch ein paar Atemzüge.
Und noch einmal tief ein- und ausatmen. Zieh dich einmal in die Länge, bringe die Hände über Kopf, bevor du sie dann auf deine Füße ablegst. Wenn du dich hingelegt hast, gehe erst auf deine Unterarme, also richte dich hier ganz, ganz langsam auf, dann auf deine Hände, bevor du zurückkehrst ins Sitzen. Strecke einmal die Beine lang vor dir aus, die Beine ausschütteln, einmal ausgleichen. Und wir wollen gleich in einen abschließenden Twist im Liegen. Dafür darfst du sanft deinen Oberkörper ablegen, die Füße zu dir ranziehen und die Beine mattenbreit aufstellen, um dann die Beine nach links kippen zu lassen. Ganz locker, ohne Druck. Und die Arme neben deinem Körper ausbreiten, schau nach rechts. Nimm hier ein paar Atemzüge, wir bleiben nicht lange. Und zurück zur Mitte, kippe die Beine nach rechts, schau nach links. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Und zurück zur Mitte. Umarme dich hier noch einmal, zieh die Knie zu dir ran, mach dich ganz klein und strecke dann ganz sanft die Beine lang aus. Wir wollen hier noch abschließend in unsere letzte Entspannungshaltung, Shavasana. Lasse dafür die Füße locker auseinanderfallen, die Handflächen zeigen Richtung Decke. Die Schultern sind abgelegt, die Augen sind geschlossen. Werde ganz schwer und gib dich der Matte ab. Gehe Muskel für Muskel durch, entspanne jeden Muskel. Atme in die Stellen hinein, die vielleicht noch angespannt sind. Und nimm noch einmal einen tiefen Atemzug. Du darfst gerne so lange im Shavasana liegen bleiben, wie du magst. Ansonsten zieh dich einmal in die Länge, als würdest du gerade frisch aufwachen. Leg dich auf eine Seite ab. Bleib auch hier nochmal kurz liegen, nimm dir die Zeit. Und richte dich ganz sanft auf. Setze dich in einen bequemen Schneidersitz. Lege deine Hände auf deinen Knien ab, schließe die Augen, nimm dir hier noch einen kurzen Moment, um zurückzukehren, anzukommen. Und dann darfst du mit mir bei deiner nächsten Einatmung die Arme lang über die Seiten anheben, bring die Handflächen zueinander, atme aus, Hände vors Herz. Ich bedanke mich bei dir, dass du deine Praxis mit mir teilst, von meinem Herzen zu deinem Namaste. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über jeden Kommentar, gerne auch Videowünsche. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um mich zu unterstützen. Schau gerne auf meinem Kanal vorbei. Da findest du weitere wunderschöne Yin-Yoga, wie auch Yoga-Flows, aber auch Pilates-Workouts, Food-Inspirationen und Vlogs. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich hoffe, bis bald.